Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 26. Dezember 2020, der zweite Weihnachtsfeiertag. Es ist jetzt vorbei. Es ist 18.20 Uhr. Heute haben wir noch Krieg gegessen mit meinem großen Bruder und meiner Schwiegerin. In Spe. Und es war ein schöner Tag. Ich habe extreme Kreuzschmerzen. Deswegen fällt mir das Sprechen schwer. Weil ich jetzt eine ganze Weile ganz gerade gesessen bin. Weil vergessen wurde und ich nichts gesagt habe, dass man mich zurückkippen soll. Und das habe ich wieder extreme Kreuzschmerzen. Ja, selbst schuld. Ich diskutiere momentan die ganze Zeit mit meinem Vater über eine neue Kamera, weil ich eine Video- und eine Fotokamera habe. Ich möchte aber was Kombiniertes, mit dem ich Daily Vlogs drehen kann und er will es mir aber nicht erlauben. Ich meine, ich bin fast 30, er kann es mir eigentlich nicht verbieten, aber ich lege sehr viel Wert auf seine Meinung. Er versteht zwar nicht, warum ich das will und warum ich nicht Fotos mit einer Kamera und Videos mit der anderen machen möchte, und beide sind nicht 4K-fähig. Das ist ein Nachteil und es führt immer wieder zu Diskussionen, wenn ich mir Kameras anschaue. Aber wenn ich mein Fotopool abbezahlt habe, das hier, dann werde ich mir eine Kamera kaufen. Ich weiß noch nicht welche, aber mal gucken. Und eine mit Gimbal, wo ich Video drücken kann und Foto. Von Sony. Ich weiß noch nicht welche genau. Ich werde es ihm dann schon noch erklären, so dass er versteht, warum ich das möchte. Und ja, ich weiß, dass ich nicht so viele Daily-Vlogs aufnehme und aufnehmen werde, weil meine Familie nicht ins Internet möchte. Aber wenn ich mit Sonja unterwegs bin und so, würde sich das schon auszahlen. Es gibt halt nur Diskussionen darüber. Und jetzt möchte ich erst mein Smartphone auszahlen und mir dann die Kamera kaufen. Ich habe jetzt ein Hotel gefunden um 580 Euro. Das ist nicht so teuer mit Gimbal. Und das möchte ich mir kaufen. Ich weiß, dass vorher mein Handy abbezahlt gehört. Und das werde ich auch machen. Habe ich mir fest vorgenommen. Aber ewig drauf verzichten werde ich nicht. Weil sie tun ja auch nicht alles, was ich sage. Und ich bin kein kleines Kind mehr. Aber naja. Ich möchte mich nicht so sehr ärgern darüber. Nächste Woche kommt zweimal Daniel.
Und zweimal Sonja. Ende der Woche. Oder Anfang der Woche Daniel und dann Sonja. Und also das freue ich mich schon. Auf Daniel und Sonja. Wir werden sicher wieder was Cooles machen. Vielleicht hat Daniel schon rausgefunden, wie ich die Oktober-Gratis-Suite kostenlos bekomme. Oder einen Code oder so. Mal schauen. Aber heute ist nicht viel passiert. Sind eigentlich nur zu Hause gesessen, am Fernseher geguckt und ich in den Computer und haben gegessen, getratscht und so. Es ist nicht viel passiert. Ein ganz normaler Samstag. Morgen ist mein Vater arbeiten. Und ja, da werden sie Mama und ich alleine die Zeit vertreiben und mal schauen, was uns so einfällt. Ich mache noch das Video so zu Ende und drehe dann ab, weil ich so Kreuzschmerzen habe. Und weil ich sehr müde bin. Sonst gibt's nicht viel Neues. Christoph ist 2 Wochen in Urlaub. Sonja bis nach Silvester. Also Christoph und Kerstin. Kerstin bis nach Silvester. Ich hoffe, sie meldet sich von alleine. Wenn sie wieder Gespräche anbieten kann. Und ja, so sieht es aus. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.